Am 1. jedes Monats kommt die neue Weltrangliste, auch diesen Monat. Und ja, was da steht, das kennt ihr. Vorne Carlsen und dann Ding, dann Nepo, dann Firuja, jada, jada, jada. Die üblichen Verdächtigen. Es kommt aber auch die deutsche Rangliste am 1. jedes Monats. Und in der deutschen Rangliste der Frauen, da ist jetzt was passiert. Darauf warten wir seit 20 Jahren oder so, würde ich fast sagen. Dinara Wagner, Shootingstar des deutschen Schachs, steht jetzt deutlich über 2400. Das gab es lange nicht, 2420. Und sie rückt Elisabeth Pätz auf die Pelle, die ja mit 2460 schon seit 20 Jahren oder so ganz oben steht. Dinara setzt da fort, wo sie aufgehört hat. Sie hatte in Kasachstan einen großartigen Grand Prix gespielt, seht ihr hier auf diesem Kanal, und hat danach weitere tolle Ergebnisse hingelegt. Und ich würde euch jetzt wirklich raten, merkt euch diesen Namen und checkt mal die ein oder andere Partie von ihr aus. Und da kommen noch mehr. Der Grand Prix geht ja weiter. Dinara im Kreis der Weltklasse und es deutet sich an, sie gehört dahin.